So, hallo. Schönen guten Abend. Willkommen. Wir schauen uns Persona 3 Reload an. Wer mich kennt, weiß, dass ich die Persona-Reihe persönlich sehr gern habe. My head. And then pull the trigger. Come on. There's no way I can't. Your attention, please. Today's train schedule will be modified due to a rail switching malfunction. We apologize for any inconvenience. The next stop is Iwatodai. Ich bin viel zu spät dran. Ich muss mich beeilen. Iwatodai Wohnheim. Dort werde ich ab jetzt wohnen. Ich sollte gleich dort vorn sein. Findest du es auch gar nicht suspekt? Plötzlich gelb-grünes Licht, überall Blutpfützen auf dem Boden und läuft bei dir. Richtig drauf. Du bist richtig drauf. Okay. Also ich persönlich mag, liebe die Persona-Reihe. Ich habe damals angefangen mit dem vierten Teil. Den fand ich mega gut. Persona 5 ebenfalls. Royal definitiv. 3 habe ich tatsächlich nicht gespielt, weil es ursprünglich nur für die Portable, glaube ich, PlayStation Portable rauskam und die ich zu dem Zeitpunkt nicht besaß. Ist das ein Sarg? Was da wohl drin ist? Was? Macht das denn hier? Wo sind denn alle hin?
Es rührt sich nichts. Könnte ich mir nichts angucken? Nach oben können wir nicht. Ich habe tatsächlich gestern Abend schon ein bisschen reingeschaut. Allerdings nur quasi bis zum Eingang vom ersten Dungeon in Anführungszeichen. Also quasi nur das Tutorial. Die Dinger sind überall. Dann gehen wir mal zum Wohnheim. Iwatodai-Wohnheim. Da wären wir. I've been waiting a long time. If you wish to proceed, sign your name here. It's a contract. There's no need to be scared. All it says is that you accept full responsibility for your actions. Alle erwartet das gleiche, denn hiermit stimme ich dem Obrigen zu. Ich wähle dieses Schicksal aus freiem Willen. Schade, dass man sich den nicht komplett anschauen kann. Also was da komplett steht. Die Zeit wartet nicht. Das kann ich noch lesen, aber mehr leider nicht. Gut. Dann unterschreiben wir mal. Schreibt man deinen Namen so? Den Namen übernehmen. Good. Time is something no one can escape. It delivers us all to the same end. You can't plug your ears or cover your eyes. And so, it begins. Who's there? Wer ist da? This hour. Was machst du um diese Zeit hier? Don't tell me. Sag nicht das. Wait. Warte. Huh? Was? The light. Das Licht. I didn't think you'd arrive so late. Ich hätte nicht gedacht, dass du so spät ankommst. My name is Mitsuru Kirijo. I'm one of the students who live in this dorm. Ich heiße Mitsuru Kirijo. Ich bin Studentin und lebe hier im Wohnheim. Who's Wer he? Ist das? He's a transfer student. It was a last minute decision to assign him here. Ein Austauschschüler. Es wurde kurzfristig entschieden, ihm hier einen Platz zuzuweisen. Eventuell wird er in ein Zimmer im Jungenwohnheim verlegt. Is it okay for him to be here? Ist es in Ordnung, wenn er hier bleibt? I guess we'll see. Warten wir's ab. This is Yukari Takeba. Das hier ist Yukari Takeba. She'll be a second year this spring, just like you. Im Frühling kommt sie ins zweite Schuljahr, so wie du.
Ey, klingt ja so, als würden wir noch ein paar Monate hier sein im ersten Schuljahr gefühlt, statt im zweiten, aber okay. Call me Takeba. Nenn mich Takeba. Freut mich, dich kennenzulernen. Ja. Nice to meet you too. Freut mich ebenfalls. It's getting late. You'll find your room at the end of the hall on the second floor. Das wird langsam spät. Dein Zimmer liegt am Ende des Gangs im ersten Stock. Your things should already be there. Why don't you get some rest? Dein Gepäck sollte bereits dort sein. Warum ruhst du dich nicht erstmal aus? No, I'll show you the way. Oh, ich zeig dir den Weg. Komm mit. Ist das Spiel zu laut? Muss ich es vielleicht nochmal ein bisschen runterdrehen. Nicht, dass man mich nicht hört. Here's your room. Das ist dein Zimmer. Pretty easy to remember, huh? Since it's all the way at the end here. Ist leicht zu merken, oder? Schließlich liegt es einfach am Ende des Gangs. Do you have any questions? Hast du noch irgendwelche Fragen? Wohnt dieser Junge auch hier? What kid? Was für ein Junge? What are you talking Wovon redest about? Du da? Komm on, schon, das ist funny. Nicht witzig. Yukari scheint nicht zu wissen, wovon ich rede. Can I ask you something? Darf ich dich was fragen? On your way here from the station, was everything okay? War auf dem Weg vom Bahnhof hierher alles in Ordnung? Wie meinst du das? You don't know? Du weißt es nicht? I guess that means you're fine. Das bedeutet wohl, dass bei dir alles okay ist. Well, okay. Naja, okay. Don't worry about it, then. Dann mach dir deshalb keine Sorgen. I'd better get going. Ich mach mich lieber mal auf den Weg. I'm sure you still have questions, but let's save them for later. Okay? Sicher hast du noch mehr Fragen, aber die heben wir uns für später auf, ja? Good night. Gute Nacht. Blau. Heute beginnt das Leben im Wohnheim. Das Zimmer war schön, war schon möbliert und alles. Ich bin total fertig. Ich sollte meine Sachen in den Schrank legen und mal zeitiger schlafen gehen. Ich möchte anmerken, er sagt, zeitiger. Es ist bereits nach Mitternacht. Er ist um Mitternacht ist er am Bahnhof angekommen. Das muss man sich mal geben. Spielfortschritt reichern, ja. Zurückspulen, auch eine interessante Funktion. Habe ich bisher ja noch nicht nutzen müssen. Ich hoffe, das müssen wir auch nicht unbedingt. Zugriff auf herunterladbare Inhalte. Gekaufte DLCs kannst du über den Schrank in deinem Zimmer einlösen. Ich sollte meine Sachen in den Schrank legen. Gut. Ich finde es halt immer geil, wenn die sagen, früh ins Bett gehen. Ist das bei denen nie vor Mitternacht? So, also ich muss unter der Woche spätestens normalerweise um 22 Uhr ins Bett gehen, um genügend Schlaf zu kriegen. Aber das ist ja in der japanischen Kultur sowieso ein bisschen anders. Der Hund hat mich schon wieder mit irgendwas eingeschmiert. Schlafen gehen. Wenn du dich in deinem Bett schlafen legst, kannst du die Zeit verstreichen lassen oder direkt mit dem nächsten Tag beginnen. Morgen geht die Schule los. Ich sollte heute früh schlafen gehen, damit ich morgen für den ersten Schultag bin. Mal gucken. Ich hoffe ja. It's Takeba. Are you awake? Ich bin's, Takeba. Bist du wach? Guten Morgen. Ich hoffe ja, dass wir vielleicht die Zeit finden werden. Good morning. Did you sleep okay? Guten Morgen, hast du gut geschlafen? Dass wir die Zeit finden werden, das vielleicht noch im Laufe der nächsten zwei Wochen, also diese restliche halbe Woche, die nächste und die nächste halbe Woche vielleicht sogar noch durchzukriegen. Weil am 29. kommt Final Fantasy VII Rebirth raus. Und das habe ich mir vorgestellt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann tatsächlich noch meinen Resturlaub gekriegt. Weswegen wir diese Zeit dann nutzen werden, um das durchzusuchten.
Von daher, selbst wenn wir Persona 3 dann nicht durchbekommen, wir werden das wahrscheinlich dann danach weiterspielen. Weil das interessiert mich auf jeden Fall. Persona geht immer. Ich soll dir den Weg zur Schule zeigen. Können wir gehen? Ich bin bereit. Super, dann nichts wie los. This is how we'll be getting to school every day. It's a monorail. Pretty cool, huh? I honestly love the ride here. It almost feels like we're flying over the ocean. Oh, by the way, our school's at the last stop on this line. It's called Tatsumi Port Island. Have you heard of it? The whole thing's man-made, and our school's smack dab in the middle. Oh, look! There it is now! Morning! Well, here we are. Allow me to welcome you to Gekkoukan High School. I hope you like it. You'll be okay on your own from here, right? Ab hier kommst du alleine klar, oder? Let's see. Mal sehen. Ich schätze, du solltest zuerst zu deiner Klassenlehrerin gehen. The faculty office is over there on the left. They'll tell you more when you get there. Das Lehrerzimmer ist da vorne links. Dort kann man dir mehr Infos geben. Und das wär's auch schon. Irgendwelche Fragen, bevor ich gehe? In welche Klasse gehst du? Ich? Keine Ahnung. Das muss ich noch rausfinden. Hey, wegen letzter Nacht. Erzähl keinem, was du gesehen hast, okay? Bis dann! Vor dem Anschlagbrett sammeln sich viele Leute. Vielleicht sehe ich mir das mal an, bevor ich ins Lehrerzimmer gehe. Das können wir gleich tun. Gucken wir eben wegen Ton. Die hat sich schon wieder lauter gestellt. Ich fasse es ja nicht. So. Das sollte jetzt etwas besser sein. Ich hoffe, das Spiel ist immer noch laut, aber nicht zu laut. Ach komm, ein bisschen leiser geht noch. So. Ich glaube, so ist ganz gut. Hörbar, aber nicht überschallend. So, dann. Genau, also ich habe. Es sind fast 2 Stunden, aber ja. Wie gesagt, da ist gerade so, denke ich mal, gerade so kurz vor Ende des Tutorials oder so. Ich habe keine Ahnung. Das werden wir jetzt auch überspeichern. So. Na, wie gesagt, es war eh nicht weit. Was? Wo ist denn mein Name? Was soll ich tun? Was soll ich nur tun? Na toll, ich habe den beschissensten Lehrer überhaupt. Ach, hier ist es. Klasse F. Klassenlehrerin ist... Was? Frau Tariumi? Sie ist tatsächlich älter als ich, aber ich hatte auf Frau Kano gehofft. Gucken wir doch mal drauf. Die Klassen werden aufgelistet. Mein Name wurde als kleine Notiz am Rand hingeschrieben. Wo ist diese Notiz? Ich sehe sie nicht. Klasse 2F. Haruka Take. Du entdeckst auch den Namen Yukari Takeba auf der Liste. Sieht so aus, als wären wir in derselben Klasse. Cool. Die müssen gar nicht erst die Namen der Schüler zeigen, die in unserer Klasse sein werden. Nach unserem Abschluss sehen wir die eh nie wieder. Wenn du das so sagst... Die Statue zeigt ein Schwert und einen Stab. Das sieht sehr hochwertig aus. Welche Bedeutung es wohl hat?
Also wenn das jetzt Kingdom Hearts wäre, müssten wir uns entscheiden, was unser Hauptattribut ist. Physischer Angriff oder magischer Angriff? Was soll das, Kaz? Warum trägst du ein Trikot? What do you mean, why? We've got practice after class, remember? Wie, warum? Wir haben doch nach der Schule Training. Aber vorher haben wir noch die Eröffnungsfeier und den Unterricht. Renn lieber schnell in deine Klasse und zieh deine Schuluniform an. Was? Aber es ist doch nur... Das ist ja schon gut. Schau mich nicht so böse an. Wo ist das Anschlagbett, auf dem unsere Klassenzimmer stehen? Genau da. Du bist in Klasse F, Kaz. Ich bin in einer anderen, in einem anderen Klassenzimmer, also kann ich nicht auf dich aufpassen. Kapiert? Hiuiuiui. Die Kinder heutzutage haben keinen Respekt mehr vor den Erwachsenen. Wir sind ihre Lehrer. Wir leben schon länger als sie. Aber Moriyama und ihre Freunde haben mir gleich zu Beginn des Trimesters so übel mitgespielt. Entschuldige die Störung, aber ich muss jetzt nach dem Laden sehen. Selbst du ignorierst mich einfach so? Was für ein wunderbarer Start in Schuljahr. Gott, der Lehrer ist mir jetzt schon so depressiv. Ich denke nicht, dass das meine Nerven aushalten. Schon gut, schon gut. Sie wollen, dass ich mehr von diesen cremegefüllten Broten bestelle, die sie so gerne haben, richtig? Sie hätten auch einfach fragen können. Ich frage mich manchmal, warum solche Leute Lehrer werden. Hä? Das Lehrerzimmer? Ich glaube, das ist da. Ich bin noch ganz neu hier. Frage besser jemand anderen nach dem Weg. Listen closely. A true man should always carry the fiery soul of a samurai within them. Höre mir genau zu. Ein wahrer Mann sollte die feurige Seele eines Samurais haben. Our school curriculum nurtures the samurai spirit within our students so that they contribute to society. Unser Lehrplan fördert den Samurai-Geist in den Schülern, damit sie zu wertvollen Mitgliedern der Gesellschaft werden. Oh la la, a wonderful. I wish to set my soul on fire and learn the ways of the great samurai also. Oh la la, wundervoll. Ich wünschte, ich hätte auch seine flammte Seele, um wie ein großartiges Samurai zu sein. That's what I like to hear, my boy. Das wollte ich hören, Junge. Du kommst zwar aus einem anderen Land, aber auch in dir brennt der Geist der Samurai. Was kann ich hier stehen? Anschlagbrett für die Prüfungen. Hier werden die Prüfungsnoten bekannt gegeben. Ah, okay. Gut zu wissen. Wie? Die Bibliothek? Das ist seltsam. Ich hatte extra auf die Karte gesehen, aber... Wo bin ich? Hallo, Leo. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Tag. Gehen wir mal ins Lehrerzimmer. Das scheint das Lehrerzimmer zu sein. Soll ich reingehen? Nein, bleib einfach draußen stehen und warte, bis die Tür sich von alleine öffnet. Food. Oh, are you the new student? Oh, bist du der neue Schüler? Haruka Hatake. Du bist im zweiten Jahr, richtig? Wow, du hast an vielen verschiedenen Orten gelebt. Mal sehen, vor 10 Jahren sind deine Eltern... Oh, tut mir leid. Ich war so im Stress, dass ich es erst jetzt lesen konnte. Ich bin Frau Toriumi. Ich unterrichte an unserer Schule Schreiblehre. Willkommen. Ist das das Pendant zu Deutsch? Frei haben ist immer ein guter Tag. Und deiner? Es war ein ruhiger Tag. Ich hatte den ganzen Tag, war ich eingeteilt, um Akten zu archivieren. Ich hatte nicht sonderlich viel zu tun heute. Die größte Bemühung auf der Arbeit war, nicht einzuschlafen.
Naja. Noch. Oh, jetzt nichts verteilen sollen. Noch morgen. Und Donnerstag. Und dann kann mir das egal sein. Weil dann habe ich langes Wochenende. Ich habe nämlich keine Lust, am Freitag auch wieder den ganzen Tag nichts zu und rumzusitzen. Das tue ich morgen schon wieder. Weil dann sowieso noch weniger zu tun ist als normalerweise. Weil eines von unseren beiden Bestrahlungsgeräte dann in der Wartung ist. Das heißt, an dem Tag ist das Gerät komplett außer Betrieb. Da sind die Techniker dran. Und es wird nur an einem Gerät bestrahlt. Also es ist nur halb so viel zu tun wie sonst. Das kann ich drauf verzichten. Schön, Sie kennenzulernen. Wow, such enthusiasm. Wow, dieser Enthusiasmus. Have you seen the classroom assignments? You're in 2F. That's my class. Hast du die Klassenpläne gesehen? Du gehst in die 2F. Das ist meine Klasse. But first, we need to go to the auditorium. The welcoming ceremony will be starting soon. Na dann, da gebe ich dir recht. So, bin im Lurk. Viel Spaß. Und Dankeschön. Doch zuerst sollten wir in die Aula. Die Begrüßungsfeier fängt gleich an. Komm mit, ich zeig dir den Weg. And so, another new school year is upon us. I'd like each of you to remember the proverb. If a job's worth doing, it's worth doing well. When applied to student life, this means... Der Direktor fährt mit seiner Rede fort. You came to school with Takeba-san this morning, right? I saw you two walking together. You must be pretty close, huh? What's the deal between you and her? Oh, and does she have a boyfriend? Nobody seems to know. Keine Ahnung. Oh, really? I thought you might know, but... Guess not. Wait. How close are you guys? Who's that? Someone's talking. Yeah, sounds like it's coming from Miss Toriyumi's class. Hey, shh. Be quiet. You're gonna get me in trouble. Sup, dude? How's it going? Yo, was läuft, Alter? Was? Klotz mich doch nicht so an! Und du bist? Me? Ich? Call me Junpei. Junpei Yuri. Ich bin Junpei Yuri. Du kannst mich Junpei nennen. I transferred here when I was a second year in middle school. Ich bin im zweiten Jahr der Mittelschule hierher gewechselt. Kann ziemlich hart sein, der Neue zu sein, weißt du? Deshalb wollte ich mal Hallo sagen. Hey, siehst du, ich bin eigentlich ganz nett. Aufdringlich bist du. Wie die meisten ersten Freunde, die wir irgendwie kennenlernen. Wenn man da an Ryuji denkt und... Den aus Persona 4. Ich wollte gerade Sasuke sagen, aber nein, er heißt anders. Mir fällt er gerade einfach nicht ein. Hey, Yucatan! Hätte nicht gedacht, dass wir wieder in der gleichen Klasse landen. There you go again, acting like everybody's best friend. Da kommt er wieder und tut so, als wäre er jedermanns bester Freund. Mach es ihm nicht schwerer, als es ist, okay? Was? I
Ich bin doch nur nett zu ihm. Wenn du das sagst. Naja, egal. Wer hätte gedacht, dass wir in der gleichen Klasse landen? Ja, ich weiß. Witzig, oder? Hallo? Habt ihr vergessen, dass ich auch in eurer Klasse bin? Jedenfalls muss ich euch was fragen. Hab gehört, ihr seid zusammen zur Schule gekommen. Was steckt dahinter? Kommt schon raus mit der Sprache. Hä? Wovon redest du da? Wir wohnen einfach nur zufällig in selben Wohnheim. Warum müssen die Leute immer voreilige Schlüsse ziehen? Gehen deshalb etwa schon Gerüchte um? Jetzt mache ich mir Sorgen. Hey. Du hast niemandem was erzählt von... Du weißt schon was, oder? Hab ich nicht. Okay, gut. Seriously, don't say anything about last night, okay? Im Ernst, erzähl keinem von letzter Nacht, verstanden? Was? Was? Von letzter Nacht? Warte, versteh das nicht falsch. Zu spät. Pass auf. Wir haben uns gestern erst kennengelernt. Zwischen uns läuft nichts. Oh Mann. Ich muss los. Muss noch was für den Bogenschießclub erledigen. Hör auf, dir das Maul zu zerreißen. Ach, ist doch egal. Sein Gerede nimmt doch eh niemand ernst. Ist sie vielleicht paranoid? But hey, it's your first day here and people are already talking about you. Aber hey, heute ist dein erster Tag und schon reden alle über dich. Glaube es oder nicht, sie ist ziemlich angesagt. Gut für dich. Tja, und dann auf ein unterhaltsames Schuljahr, Alter. Bist du fertig? Wir können zusammen zum Bahnhof laufen. Okay. Er wird eh nicht locker lassen, wenn ich Nein sage. Sollen wir uns auch in der Schule umsehen, wo wir schon dabei sind? Ich laufe dir einfach nach. Falls du gehen willst, geh zum Haupteingang. Oh, du bist doch der Neue. Trittst du etwa auch einem Club bei? Ich denke doch noch darüber nach. Ach, Clubaktivitäten sind eh bescheuert. Du musst dich mit anderen Leuten abgeben und auf sie Rücksicht nehmen. Ja, ist ein toller Weg, um Freunde zu finden, aber ich will das Highschool-Leben auch genießen, verstehst du? Wenn du das sagst. Bist du nicht immer völlig überwältigt, wenn du an eine neue Schule kommst? Das ist der erste Stock. Unten sind das Lehrerzimmer, die Clubräume und die Zimmer für den praktischen Unterricht. Über die beiden Treppen kommst du nach unten und zum Haupteingang. Hey, Neuer, du hast ja keine Ahnung, wie viel Glück du hast. Du bist in der 2F geradezu von süßen Mädels umzingelt, wie die Takeba-san. Das heißt wie Takeba-san und nicht wie die Takeba-san. Schäm dich. Das neue Schuljahr ist anfangs immer heftig. Neue Lehrer, neue Mitschüler. Es schlaucht jedes Jahr von vorn anzufangen. Wie gut, dass es das bei uns eigentlich nicht gibt im System. Normalerweise gehen die Klassen geschlossen weiter. Ich finde es auch weird, einfach das Klassenzimmer Fenster in den Gang ins Gebäude haben. Das ist weird. Falls du raus willst, musst du eine Etage weiter runter. Hast du das etwa vergessen oder was? Nein, ja. Hab ich nicht. Okay, gehen wir. Dafür, dass du was erledigen wolltest, stehst du hier aber gut rum. Oh, du gehst?
Du kennst den Rückweg, oder? Junpei, bring Hatake-kun keine komischen Sachen bei, okay? Schon klar, bis später, Yukatan. Yukatami. Den Modegeschmack von Schülern erkennst du daran, wie sie ihre Schuluniform tragen. Ich ziehe mir die neuesten Trends an, damit alle nur meine besten Seiten sehen. Das ist die schlimmste Seite von allen. Meine Schultasche muss ja auch von Gucci sein. Bald bin ich im zweiten Jahr. Hoffentlich komme ich in meiner neuen Klasse zurecht. Wer auch immer du bist. Aber ich mag dein Gesicht. Oh, bist du gerade erst an unsere Schule gewechselt? Stimmt. Na, nur damit du es weißt. Ich interessiere mich nur für Kirijo-Senpai. Sie sah heute auf der Willkommenszeremonie so umwerfend aus. Du weißt aber schon, dass sie quasi dieselbe Uniform trägt wie du. Aber ist okay. Bad grief. Bloß weil es das neue Schuljahr anbricht, müssen die Schüler nicht verrückt spielen. Ich muss für Ordnung sorgen. Das heißt, sobald ich offiziell zum Disziplinarkomitee gehöre. You think so? Du bist schon wieder so mies gelaunt, Otagiri-kun. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Schon gehört, der neue Austauschschüler soll in die 2F. Oh wow, was ist, wenn der total süß ist? Wollen wir mal einen Blick riskieren? Ach ja, der soll wohl im Iwatoda-Wohnheim wohnen. Da, wo auch Takeba-san wohnt. Ist aber echt seltsam, dass er im zweiten Jahr die Schule wechselt. Vielleicht hat er an der anderen Schule Ärger gemacht. Diese wechselnden Gespräche. Oh Gott, ich werde es nicht vermissen. Ja. Oh, du musst mal. Tja, was muss, das muss. Schade. Ich hab gedacht, es kommt nochmal ein anderer Text. Vielleicht 20 Mal hintereinander auf die Toilette gehen. Vielleicht fragt er irgendwann, ob wir ein Verdauungsproblem haben. Nee. Dort sind die Klassenzimmer der anderen Klassen. Da gibt es nichts für uns zu sehen. Wenn du aufs Dach willst, dann musst du die andere Treppe nehmen. Da waren wir doch. Das Schülerratszimmer. Wann ist nochmal die Wahl des neuen Präsidenten? Keine Ahnung. Da fragst du den Falschen. Okay. Dann ist hier, glaube ich, nichts mehr. Oh, ups, ich wollte die Treppe haben. Wenn die Schule ein Dungeon wäre, dann wäre hier garantiert ein Speicherpunkt, meinst du nicht? Ich finde, unsere Klasse hat einiges zu bieten. Na, wenn du das sagst. Haben wir überhaupt Hauswirtschaftsunterricht? Halt mal, warum frage ich das denn dich? Danke. Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. In den Klassenräumen finden neben dem Unterricht auch noch Clubaktivitäten statt. Normalerweise nutzen sie die Kulturclubs, aber die nehmen wohl gerade keine neuen Mitglieder auf. Netzwerk. Oha, du interessierst dich für Mode? Ich habe auch einen guten Modegeschmack, findest du nicht? Kein Kommentar. Achso.
Musikinstrumente nehmen so viel Platz weg. Dabei nutzen wir sie kaum. Achso. Was hat er jetzt? Im Vorbereitungsraum gibt es einen ganzen Haufen davon. Tja, man muss halt immer gut vorbereitet sein. Hä? Musikraum? Da drin gibt es wahrscheinlich Chemikalien. Du solltest besser nicht reingehen. Ich glaube, der Fotoclub macht hier sein Ding. Ob die wohl ein paar tolle Fotos da drin aufbewahren? Hey. Hier malt der Kunstclub seine Bildchen. Vielleicht sollte ich mal meinen Adoniskörper von denen zeichnen lassen. Oh mein Gott. Oh, maybe. Glaubst du, wir könnten reich werden, wenn wir unseren Chemieunterricht an Alchemie versuchen? Du kannst gerne versuchen, einen Stein der Weisen herzustellen. Ich werde dir sagen, du wirst hier mehr als einmal nur die Augenbrauen wegbrennen. Oh, maybe. Glaubst du, wir könnten reich werden? Ich ja, du nein. Hey. Hier mal der Kunstclub seine Bildchen. Ja, das hatten wir gerade schon. Was willst du denn? Ich bin gerade sehr beschäftigt. Ich muss all meine neuen Freunde anschreiben, die ich heute gefunden habe. Vivi, diese Tür führt zum Hof und von da geht es zur Turnhalle. Oder war es der Sportplatz? Ich bin so verpeilt. Irgendwie erinnert sie mich an wen. Ich sage jetzt mal nicht an wen. Du bist doch in der Klasse 2E. Sieht so aus, als hättest du wieder... Als hätten wir wieder Ekoda. Das ist so ätzend. What? Hör auf zu lachen. In der Klasse sind auch noch jede Menge trübsinnige Vögel. Ich hoffe echt, dass etwas Interessantes passiert. Irgendetwas Spannendes. Dieser Baum wirkt irgendwie besonders. Warum er wohl da steht? Warum wurde hier so ganz alleine gepflanzt? Vielleicht war nicht mehr Platz. No, but... Hey, ich glaube nicht, dass wir die Tür benutzen dürfen. Sag bloß. Mann, wenn ich so einen Teil sehe, dann will ich glatt drauf loskritzeln, du etwa nicht? Leider ist das unsere Gehirn immer voll beschrieben. Und ich glaube, mein Freund fände es nicht toll, wenn ich das jetzt leer wischen würde. Da geht's raus zum Sportplatz. Den nutzt fast nur das Leichtathletik-Team. Hab gehört, dass der Platz richtig gut sein soll. Okay. Hallo, willkommen. Oh, tut mir leid, ist nur eine Angewohnheit. Der Laden wird heute noch immer eingerichtet. Wir haben eine große Auswahl an Produkten. Komm ein anderes Mal wieder, wenn du etwas kaufen möchtest. Okay. Bist du auch so nervös, wenn du ins Lehrerzimmer musst, obwohl du gar nichts angestellt hast? Grundsätzlich ja. So ist das, die ganzen Texte aussehen wie QR-Codes. Yes. Oh, du bist es. Pass auf dem Nachhauseweg gut auf. Ich gehe auch bald zurück ins Wohnheim. Bleib nicht so lange draußen. Okay.
Du hast echt Nerven, schon so früh im Schuljahr im Unterricht einzupennen. Zu meiner Zeit war so etwas unerhört. Kinder heutzutage. Ja, ja, tut mir ja leid. Mann, das Trimester geht gerade erst los und schon werde ich vollgemeckert. Dabei wollte ich gerade zu Hagakure und mir eine Portion Ramen gönnen. Letzte Nacht hat mir der Schulanfang den Schlaf geraubt, also wollte ich im Krankenzimmer Nickerchen machen. Aber die Krankenschwester wollte mir nur komische Medizin geben. Ich habe abgelehnt, weil die wirklich eklig aussah. Nur unglaublich mutige Menschen würden sowas zu sich nehmen. Der Lehrer im Krankenzimmer ist... Tja, wie soll ich sagen? Er ist sehr interessant. Okay. Weißt du, ich war noch kein einziges Mal hier drin. Das ist eigentlich nichts, worauf man stolz sein sollte, was? Nein. Sollte man nicht. Ich glaube, dann haben wir hier aber alles. Dann können wir weitergehen. Bereit, von hier zu verschwinden? Ja. Cool, gehen wir. Jocks on their run. Say, you thinking about joining a club? Oh, wait. New members gotta wait a while before they can apply. Your stop's at Iwatodai, right? Orms, man. Must be nice. Talk about living life wild and free. Well, I'm going this way, so see you tomorrow. Alle sind so aufgeregt, weil die Schule wieder losgeht. Mir ist das ja egal. In letzter Zeit gab es viele komische Nachrichten. Ich habe hier so gerade einen Polizist gesehen. Wir haben einen Anruf aus dem Bereich erhalten. Ist alles in Ordnung? Nicht das schon wieder. Das ist doch schon wieder das Syndrom, von dem die Nachrichten ständig berichten. Oh, das neue Schultrimester hat wohl begonnen. Ich habe mich schon gefragt, warum so viele Schüler unterwegs sind. Die Welt ist heutzutage ein sehr komischer Ort. Die Kinder sollten sich besser gut auf die Zukunft vorbereiten. Mein Freund hat eine Katze, die ist so süß. Ich darf aber keine Haustiere haben. Also sehe ich mir immer gerne die streunenden Katzen an. Wild Duck Burger. Der Mystery Burger ist wohl ein beliebtes Gericht. Ich sollte ihn mal probieren. Oh. Gehst du hier in der Gegend zur Schule? Dann kannst du dich auf erstklassiges Sushi freuen. Ich bereite es hier zu. Komm doch mal vorbei. Oh, aber unser Laden wird gerade noch renoviert. Sorry. Dearie. Wir sind ein Antiquariat, kein Sushi-Restaurant. Tut mir leid, er ist ein kleiner Kauz. Hier gibt es so viele tolle Läden. Da muss ich einfach immer wieder vorbeischauen. Oh, ich arbeite hier gerade. Ich faulenze ganz sicher nicht. Wakatsu-Restaurant. Sieht aus wie ein schlichtes Restaurant mit Speisen zu erschwinglichen Preisen. Sieht gesund aus. Ich sollte das bei Gelegenheit mal probieren. Alter, bin ich voll. Vielleicht sollte ich ein paar Runden laufen. Ich frage mich, ob dieses Jahr noch jemand antritt. Ein Rivale, der mich anheizt. Bei was auch immer. Hagakure-Ramen.
Der Schweinefleischrahmen mit Shoyu-Brühe scheint sehr beliebt zu sein. Das riecht sehr lecker. Vielleicht probiere ich das mal aus. Hm, wer bist du? Wir scheinen auf derselben Schule zu gehen. Sorry, aber ich überlege gerade, was ich essen soll. Soll ich Rahm mit Schweinefleisch und Reis nehmen oder eine große Hakakude-Bowl? Warum nimmst du nicht einfach beides? Azuki Arai Süßkram. Das ist offenbar ein Süßwarenladen. Aus der Tür strömt ein verlockend süßer Duft. Umuyoshi Gyudon. Das herzhafte Aroma des Gyudon liegt in der Luft. Drinnen scheint es rappenvoll zu sein.